Ja, ich bin jetzt angekommen, Berliner Hauptbahnhof. Ja, ich bin, denke ich mal, ganz unten drunter, unter dem Bahnhof, also im Bahnhof. Ich weiß nicht, wie viele Etagen noch über mir sind. Auf jeden Fall halten sich auch ziemlich viele Leute über mir auf, denke ich mal. Und ja, die sind immer noch da, also sind immer noch an mir dran. Oh, man tut mir auch gerade ein bisschen weh. Knackt schon wieder im Kopf, nicht so gut hier unten zu bleiben. Ich weiß nicht, wie die das auf ihren Monitoren haben, alles hier. Ganze Bauwerk und ach, ich habe jetzt keine Ahnung, echt, ich bin zu blöde. Hi, es ist der 17.06.2013. Ich bin jetzt in Berlin angekommen, in meinem Hotel. Jo, ganz schön was los hier. Musste ich mich erst noch mal kurz dran gewöhnen. Ja, ich bin ja eigentlich hergefahren. Ich habe mir letzten Monat schon das Hotel gebucht, wo ich erfahren habe, dass Obama hierher kommt. Das hat sich wohl jetzt um einen Tag verschoben. Also er wird erst morgen Abend kommen, zum Dienstag. Und Mittwoch hält er eine Rede, aber auch nur für geladene Gäste. Gut, ist auch nicht so schlimm. Ich wollte einfach auch hierher kommen, ein paar Videoaufnahmen machen und einfach, es geht einfach darum, ich habe ja auch Interpol angeschrieben, BND, BKA, CIA glaube auch, oder habe ich Interpol, weiß nicht, ich habe denen auf jeden Fall Bescheid gesagt. Einer muss ja irgendwas mal machen, ein bisschen Druck machen, dass sich mal was ändert. Ich meine, für Obama selber ist das ja auch eine Gefahr, wenn ich Laserterroristen, also orbitale Kommunikationslaser sind das ja. Und das sind ja private Leute, die diese Teile benutzen, diese Kommunikationslaser, und terrorisieren halt Menschen, unter anderem mich, dauerhaft, also jeden Tag, seit Jahren schon. Und auf jeden Fall werden die hundertprozentig jetzt auch überprüft. Ich meine, hier in Berlin sind gerade Polizisten an jeder Straßenecke, etwa 9000 Polizisten sind jetzt hier beschäftigt, um alles abzusichern. Und auf jeden Fall werden die auch überprüft, die kriegen, also die wissen ja schon seit Jahren, wer das ist hier. Ich meine, es handelt sich zwar auch um Privatsatelliten teilweise, aber die wissen schon, wer jetzt hier an mir dran ist und wer das mir und anderen antut. Ja, und deswegen bin ich hierher gekommen. Aber ich werde das einfach gleich ein bisschen verbinden. Morgen werde ich meinen Ausflug Berliner Unterwelt machen, ein paar Videos dazu. Also ich mache ja eine Videoreihe zurzeit für andere Opfer oder Leute, die es interessiert, und einfach mal aus Spaß auch hinzugehen, Aquarium. Also ich meine, die kommen sowieso überall rein. Ich eben schon angefangen wieder zu drehen in Berliner U-Bahn, also im Bahnhof, da war ich ja komplett ganz unten, aber das werde ich dann in dem Video noch besser erklären, was ich dazu mache. Ja, also auf der Hinfahrt haben sie mich bei Halle ziemlich fertig gemacht. Gut, ich musste erstmal 2 Stunden in Mühlhausen, da wo ich früher gewohnt habe, warten. Und ich habe das sofort wieder gemerkt, die ganzen Frequenzüberlagerungen da an Handytürmen und so. Und das haben die natürlich dann auch ausgenutzt, haben mir Angst gemacht, ich sollte dann wieder nach Hause fahren und so zu sein, jetzt hin und her. Bei Halle haben sie mich wieder genötigt, also dann sind halt mehrere Menschen in den Zug mit reingekommen und haben Handys halt dabei, das kommt dann bei den Folgevideos auch noch, erkläre ich das. Und da haben sie mich ziemlich genötigt, verbrannt, auch mir in die Augen geschossen. Gut, ich bin es gewohnt, ich habe hier meine Mütze. Ich komme einigermaßen damit klar, andere tun das nicht. Also ich kenne ja auch andere Opfer, die Trainer eher schon am Rad, ich kenne das noch selber. Das haben sie mit mir auch versucht, dass du wirklich denkst, hier jeder in dem Zug, also in dem Waggon, ist dein Feind oder allgemein dein ganzes Umfeld. Also das beeinflussen die alles. Die beeinflussen dann mich und die beeinflussen auch teilweise die Leute. Von Mimik, auch von was reden. Meistens schalten dann direkt auf Ohrknochen auch, imitieren dann die Leute. Ja, und normaler Mensch wird da wahnsinnig von, der dreht dann irgendwann durch. Und das will, darum geht es einfach. Das geht nicht mehr so weiter. Aber was ich schon gesehen habe, was Menschen beschossen werden, was mit Menschen gemacht wird. Das wirklich, weiß nicht, das ist einfach krank alles. Und wie gesagt, die Nachrichtendienste jetzt und auch Geheimdienste, die kümmern sich absolut nicht darum, kümmern es kaum. Also ich musste viel machen, damit etwas bei mir geschehen ist, damit die Leute mehr von mir ablassen, mich vernünftiger behandeln, anders geht es jetzt erstmal nicht.
Ja, aber ja, öffentlich ist es auf jeden Fall nicht gemacht. Die Leute, die Terroristen, also die Privatleute, die haben jetzt besonders in den letzten Wochen wieder angefangen, mich stark zu foltern. Sie haben in der Zeit, da mussten sie aufhören. Wahrscheinlich haben sie auch noch ein paar abgekriegt. Ich weiß nicht, wie das alles hier läuft. Gut, ich kann mir schon, ich weiß schon, also ich kann es mir nicht nur vorstellen. Aber ja, die können trotzdem noch machen, was sie wollen. Die werden nicht irgendwie wegen irgendwas dran gekriegt, dann eingesperrt, die Technik weggenommen. Gar nichts, da passiert gar nichts. Gut, naja, ich werde jetzt erstmal einen Döner holen. Ich schwimme das ab. So, hier im Hotel wollte ich noch sagen, ich mache mir, ja, ich auch noch ein extra Video. Kommt auch noch in die Videoreihe dazu. Ich würde jetzt erstmal einen Döner und dann sehen, vielleicht nochmal zum Brandenburger Tor. Ich weiß ja nicht, ob ich da morgen mal hinkomme. Wahrscheinlich ist das dann abgesperrt. Auf jeden Fall brauche ich erstmal was zu essen. Ich bin ziemlich. Gut. Jo. Mein erster Tag in Berlin. Boah, ich habe es natürlich gleich übertrieben. Ich bin gleich alles abgelaufen. Von Fernsehturm bis zum Brandenburger Tor. Hinten hier Siegesding. Ach Gott, ey, ich bin schon total blimblam. Ich habe auch gerade schnell das Papier noch reingedrückt. In einem Irish Pub. Boah. Ich habe Blasen unter den Füßen. Oh. Nicht normal, weil ich einfach zu faul bin, mir irgendwas für die U-Bahn rauszusuchen. Ich habe noch so ein Fahrrad, Kurier, der halt mit dem Fahrrad Leute durch die Gegend chauffiert, gefragt, aber er wollte 10 Euro für 2, 3 Kilometer. Da bin ich lieber gelaufen. Das Geld kann ich mir sparen. Aber auf jeden Fall ist hier einiges los. Also Polizei ist gut unterwegs hier. Ich war am Brandenburger Tor und da bauen sie alle schon auf für Dienstag, wenn, nee, Mittwoch, wenn Obama da spricht. Jo. Tja. Ich habe auch mal Polizisten angequatscht, irgendwie nach dem Weg gefragt, zweimal oder dreimal. Das will ich dann aber morgen vom Bundestag noch alles erklären. Ja, ansonsten haben sie mich eigentlich in Ruhe gelassen, bis auf die letzten 2 Stunden. Wo ich zur Siegessäule gelaufen bin. Die haben mich zwar immer mal beleidigt, du bist shit, Otto, du bist shit und all sowas. Aber wo ich dann am Brandenburger Tor zurück war und zur Friedrichstraße gelaufen bin, wo mein Hotel ist, da hat man mich ziemlich beleidigt. Also wollte mich ziemlich fertig machen, so Shitstorm nennt man das ja. Ich war dann auf jeden Fall im Irish Pub. Wir haben Bier getrunken und dann sind sie wieder freundlich geworden. Also Leute haben sie heute ziemlich gut angeschossen. Kann auch deswegen dran liegen, weil ich war gerade vor einer Siegessäule zurück zum Brandenburger Tor und die haben wieder Leute beschossen. Und da habe ich nur gemeint, ja, dir gefällt, würde es richtig gut hier gefallen, war zu leben. Also wenn ich hier leben würde, vielleicht sind sie deswegen wieder aggressiv geworden, keine Ahnung. Oder weil sie gerade Bock hatten. Ja. Ja gut, morgen will ich erstmal sehen, mache ich nochmal einen großen Rundgang. Ja, mit meinen Füßen muss ich zu sehen. Aber das ist nicht das erste Mal, dass meine Füße wund sind. Ja, morgen mal sehen, Berliner Unterwelten, da ich da mitgehen kann. Mal ein Zoo gehen, Aquarium. Und da will ich halt dann noch ein paar Videos irgendwie zu drehen. Gut, zu den meisten werde ich hinterher noch sprechen. Ich werde mal eine kurze Aufnahme machen. Weil es ist immer nicht so leicht zwischen den Leuten, die Kamera aufzubauen und mich dann dahin zu stellen und irgendwas zu erklären. Und die wollen das wahrscheinlich auch nicht. Die machen sich dann Spaß draus, um mich zu verwirren, um mich dumm zu machen. Kenne ich aber schon. Aber naja, ich weiß schon ungefähr, was ich wozu sagen muss und will. Und Hauptsache, ich habe hier auch ein bisschen Spaß. Kostet ja alles auch viel. Ja. Na dann, bis morgen.